Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nur wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über PayPal geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. PayPal ist zu einer der gängigsten Bezahlmethoden im Internet geworden. Die Eingabe der E-Mail-Adresse des Passwortes reicht schon aus, um einen Zahlungsvorgang abzuschließen. Heute soll es um die Funktionen von PayPal gehen und welche Boni es gibt. Die Gründung geht bis ins Jahr 1989 zurück, wo die Firma Confinity von Max Lemschken, Peter Thiel und Luke Mosek in Kalifornien gegründet wurde. PayPal entstand aus dem Zusammenschluss von Confinity und X.com, einem Internetfinanzdienstleister, der 1999 gegründet wurde. 2002 erkannte eBay das Potenzial von PayPal und kaufte es für 1,5 Milliarden Dollar. Das eigene Bezahlsystem von eBay, eBay Payments, konnte mit der Beliebtheit nicht mithalten und musste zugunsten von PayPal abrücken. Auch andere Bezahlsysteme wurden geschlossen, weil sie nicht mithalten konnten wie Yahoo, PayDirect oder BitPay. Die Zusammenarbeit mit eBay wurde allerdings im Juli 2015 beendet und PayPal erlangte seine Selbstständigkeit zurück. PayPal gibt es seit 2004 in Deutschland und kann alleine dort bereits mehr als 16 Millionen Kundenkonten verzeichnen. Insgesamt nutzen weltweit mehr als 192 Millionen Menschen PayPal. Angeboten wird es in 139 Staaten mit 25 verschiedenen Währungen. PayPal ist ein virtuelles Konto, welches man mit Guthaben aufladen kann. Dafür hinterlegt man sein Bankkonto oder seine Kreditkarte, über welche das PayPal-Konto dann abgerechnet wird. Wenn man kein Guthaben auf PayPal hat, dann werden die Zahlungen direkt von der Kreditkarte oder dem Bankkonto abgezogen. Falls Guthaben besteht, wird dies bevorzugt und der Restbetrag vom Konto bzw. Kreditkarte bezogen. Dieses Micropayment-System hat den ganz großen Vorteil, dass der Zahlungsvorgang sofort abgewickelt wird. Wenn man in einem Online-Shop gerade Sachen bestellt und mit PayPal bezahlt, dann ist das Geschäft innerhalb von Sekunden erledigt. Man bekommt dann meistens vom Shop auch sofort eine Zahlungsbestätigung und das endet damit, dass die Ware schneller verschickt wird. Im Gegensatz zu einer klassischen Überweisung, wo man zwangsweise an Arbeitszeiten gebunden ist und wo Sonntag zum Beispiel nichts passiert, ist bei PayPal die Zahlung sofort abgewickelt. Mit PayPal kann man unkompliziert Geld zu anderen PayPal-Mitgliedern senden. Wenn man dabei das Bankkonto verwendet oder das PayPal-Guthaben ist, ist sogar kostenlos. Um Geld an Freunde und der Familie zu versenden, braucht man lediglich die E-Mail-Adresse des Empfängers. Auch die Bezahlung mit PayPal ist prinzipiell kostenlos, wenn man es zum Beispiel beim Shoppen als Zahlungsmethode angibt. Mit PayPal.me kann man sich Geld senden lassen. Dafür stellt man einen persönlichen PayPal.me-Link, den man an Freunde oder Familie sendet. Wenn sie ihn öffnen, können sie den Betrag angeben und Geld beitragen. Dies kann hilfreich sein, wenn man Geld für ein gemeinsames Geschenk sammelt oder wenn man offene Rechnungen zu zahlen hat. Als PayPal-Mitglied hat man außerdem noch Zugang zu exklusiven Angeboten. Man bekommt dort Rabatte in verschiedenen Online-Shops wie zum Beispiel MyToys, Gastra oder Fressnapf. Der PayPal-Käuferschutz hat wohl schon so einigen viel Ärger erspart. Wenn man etwas gekauft hat und das Paket kommt niemals an oder das Produkt ist fehlerhaft oder entspricht nicht den Erwartungen, dann greift der Käuferschutz. PayPal erstattet den vollen Kaufpreis plus die Versandkosten. Dafür muss man im PayPal-Konto Konfliktlösungen wählen, anschließend das Problem melden oder nur noch den Anleitungen folgen. In der Regel ist das Problem dann sehr schnell aus der Welt, sofern es in die Käuferschutzrichtlinien fällt. Die Auszahlung erfolgt als PayPal-Guthaben oder wird auf die Kreditkarte zurückgebucht, falls diese verwendet wurde. Seit einiger Zeit bietet PayPal eine App an, die man über den Google Play Store, den App Store und den Windows Store herunterladen kann. Mit der App hat man vollen Zugriff auf das PayPal-Konto über das Smartphone. Man hat alle Zahlungen im Überblick. Das heißt, man bekommt Benachrichtigungen über das, was auf dem Konto passiert. Man kann Geld versenden und empfangen. So kann man zum Beispiel Rechnungen zwischen Freunden leicht teilen, da man sich schnell und gebührenfrei einfach Geld verschicken kann. PayPal hat noch gesonderte Funktionen für Geschäftskunden und Entwickler. Sie bieten unter anderem Konten für Unternehmen an, also Geschäftskonten. So kann man Kunden zum Beispiel auf das PayPal-Geschäftskonto überweisen lassen, um die Zahlung zügig, schnell und unkompliziert zu gestalten. Für Entwickler ist PayPal insofern interessant, dass man PayPal selbstverständlich in Shopsysteme integrieren kann. Dafür stellen sie eine komplette Anleitung auf ihrer Webseite zur Verfügung. Das PayPal-Partnerprogramm bietet darüber hinaus noch Webinare zu verschiedenen Themen, Newsletter und Updates, die alle wichtigen Informationen zur neuesten Technik bereithalten. Ich bin nun schon sicherlich seit 2 Jahren bei PayPal registriert und nutze es regelmäßig. Der Vorteil von PayPal ist, dass man dadurch die Möglichkeit hat, in vielen ausländischen Shops zu bestellen. PayPal ist dabei häufig die einzige Zahlungsmethode, die in Frage kommt, weil Überweisungen aus Deutschland nicht akzeptiert werden oder weil man keine Kreditkarte hat. Dafür alleine lohnt sich PayPal meiner Meinung nach schon. Und da es keine Kontoführungsgebühren gibt und die Registrierung an sich ebenfalls kostenlos ist,
aber noch nicht zu verlieren. An sich ist PayPal auch schon übersichtlich und man kann sich gut einarbeiten. Die Anmeldung kann in wenigen Minuten erledigt sein. Um sein Konto zu hinterlegen, gibt man die Kontodetails an und PayPal veranlasst dann eine Testzahlung. Die Zahlung erscheint dann wenige Tage später auf dem Konto und im Verwendungszweck steht ein Code. Den Code verwendet man als Bestätigung, damit PayPal sich sicher sein kann, dass das Bankkonto zum PayPal-Konto gehört. Ab da an kann man das Bankkonto für Überweisungen über PayPal verwenden. Bei der Kreditkarte ist es genauso, auch hier wird eine Testzahlung veranlasst, wo die Kreditkarte mit einem kleinen Betrag belastet wird. In der Regel sollte diese Testzahlung nach spätestens 2 oder 3 Werktagen eingetroffen sein. Wurden die Konten bestätigt, besteht kein weiterer Anlass mehr zu warten. Alle Zahlungen sind augenblicklich und zuverlässig. Den Käuferschutz habe ich tatsächlich auch einmal beanspruchen müssen, als ich ein defektes Bügeleisen von eBay gekauft habe. Es war auch wirklich so einfach wie auf der Seite beschrieben und ich hatte das Geld anstandslos zurückgehalten. Aus meinem Leben ist PayPal nicht mehr wegzudenken und ich denke, man kann nichts damit falsch machen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.